Herzlich willkommen zurück aus der Pause, Ladies and Gentlemen. Ja, es hat sich einiges getan in den vergangenen Tagen. Erstmal war das Wochenende bei mir dazwischen. Das Wochenende an sich wäre kein Problem gewesen, wenn da nicht nach dem Wochenende bereits diese komplette Staffel der Werkstatt abgedreht worden wäre. Das heißt, die Stadt, die ihr hier jetzt seht, ist eigentlich schon komplett repariert. Allerdings fand mein Aufnahmeprogramm es ganz lustig, die letzten anderthalb Stunden der rund fünfstündigen Reparatur mit schwarzem Bild aufzuzeichnen. Und laut Support ist das auch nicht wiederherstellbar. Das Problem kann nicht identifiziert werden. Es ist einfach so, wie es ist. Und dementsprechend darf ich das Ganze jetzt noch einmal machen. Danke an dieser Stelle. Danke, danke, danke. Na gut. Schließen wir an die Pause und an meinen bereits eingesprochenen Text. Lange eingesprochenen Text. Ach Gott, ich darf gar nicht drüber nachdenken, wie viel Arbeit mir da gestern kaputt gegangen ist. Aber das hilft ja nichts, denn ihr wollt sehen, wie es weitergeht. Das Erste, was wir aus der Phase vor der Pause wegnehmen und aus unseren provisorischen Aktionen, denen wir hier ein bisschen was begradigt haben, ist, dass der Verkehr auf jeden Fall schon besser läuft. Nicht gut, natürlich nicht. Brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, aber besser. Das heißt, wir sind guter Hoffnung, dass diese ganzen Müllgeschichten in Kürze komplett Geschichte sind. Geld haben wir 1,3 Millionen. Das sollte für den Anfang reichen. Gut, wir gehen jetzt mitten rein in den Spaß. Und der Spaß wird kein Spaß am Anfang, denn wir werden uns als Abrissbirne betätigen und diesen gesamten unterirdischen Wust abreißen und gleichzeitig und nebenbei die ungefähr Sterntrilliarden zählenden Strommasten, die hier überall herumstehen. Dann lass uns mal anfangen. Ja, auch die U-Bahn kommt komplett weg. Die nützt uns in der Form überhaupt nichts. Und wenn ich daran denke, dass ich das alles schon einmal gemacht habe und auch meine Abneigung gegenüber Strommasten deutlich kundgetan habe, könnte ich ein wenig unleidlich werden. Das tue ich aber natürlich nicht. Ich bin die Ausgeglichenheit in Person und freue mich, das alles noch einmal machen zu dürfen. Wiederholung ist die Mutter eines guten Gedächtnisses, sagt man. Und damit ich nicht vergesse, euch zu sagen, dass dieses unglaubliche Maximum an Stromleitungen überhaupt nicht nötig ist, mache ich das halt alles nochmal. Mir ist nicht ganz klar, warum überall Strommasten herumstehen. In den ganzen Wohngebieten, hinter den Häusern, über den Häusern, unter den Häusern. Wo auch immer wir hier welche finden. Und wir werden noch jede Menge finden, wie hier. Vielleicht ist das auch ein Feature. Nämlich jenes Feature, das besagt, hey, wenn du ein Haus in meiner Stadt hast, dann bekommst du dazu in den Garten einen schicken Strommasten aus Stahl gestellt. Da
Dass die Häuser untereinander den Strom leiten, das wissen wir natürlich, hoffentlich, mittlerweile. Das heißt, das ist völlig unnötig. Weswegen ich nur vermuten kann, dass das so eine Art Spielzeugersatz sein soll. Die Kinder gehen raus zum Spielen, klettern ein bisschen auf dem Strommasten herum. Natürlich nicht bis ganz nach oben. Auf keinen Fall. Es reicht ja schon, dass die Leute in der Stadt über die Straßen rennen müssen. Ach, das war die andere Stadt. Das war meine Stadt. Das ist hier ja gar nicht der Fall. Die haben hier ja sogar vernünftige Grünphasen. Und tschüss. Ihr dürft jetzt alle euch an die Oberfläche graben. Strommasten. Diese Folge geht in die Geschichte der Skylines-Werkstatt als das Strommasten-Massaker ein. Auch interessant. Falls es mal brennt, dann brauchen die keine Notleiter, keinen Notausgang. Die springen aus dem Fenster an den Masten und klettern dann runter. Auch praktisch. Ich sehe, das hat durchaus Konzept, alles voller Masten zu klatschen. Es könnte natürlich auch ein groß angelegter Trollversuch sein, um mir meine Zeit zu stehlen. Aber davon gehen wir jetzt natürlich nicht aus. Niemals. Nein, nein. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich hatte das alles schon mal gesehen. Wie kommt das bloß? U-Bahn-Origami. Umgekehrt. Alles weg, weg, weg. Strommasten. Hallo. Weg mit euch. Ach, der kann auch gleich weg. Der ist leer. Der Friedhof. Ja, ja. Wollen wir sie gleich wieder glücklich machen? So. Erfreut euch. Erfreut euch am Verbrennen von Leichen. Ein bisschen ein merkwürdiges Konzept, wenn ihr mich fragt. Wenn ich an einem Krematorium vorbeifahre, dann löst das bei mir nicht sonderlich große Hochstimmung aus, aber bei den Jungs und Mädels hier ist das ein bisschen anders. Was zum Teufel ist das hier eigentlich? Ist die U-Bahn, ne? Oder? Ja. Fantastisch. Ach, das gehört zu dem Workshop-Asset. Ein sehr hübsches Teil, muss ich sagen. Wirklich sehr hübsch. Das ist der Bahnhof mit einem coolen Metro-Eingang. Ist schon klasse, was die Leute sich da zusammengebastelt haben. Wirklich toll. Ich nutze Workshop-Objekte allerdings nicht. Haben mir in der Vergangenheit zu oft Ärger gemacht. Aber trotzdem, sehr cooles Teil. Hat unter anderem angeschlossen diese drei unterirdischen U-Bahn-Stationen. Sehr schönes Ding. Aber es geht den Gang alles irdischen
in dieser Stadt alles Unterirdischen, um ganz genau zu sein. Und was Strommasten betrifft, auch oberirdisch. Diese Bögen sind in der Regel nicht nötig. Man kann U-Bahnen auch direkt miteinander verbinden. Kürzester Weg wäre hier das Stichwort. Wirklich schön wäre eine Möglichkeit, den gesamten oberen Teil auszublenden. Das ist auch eine sehr schöne Konstruktion. Wenn die hier aus dem Fenster gucken, dann fliegt bei denen immer der Rotor vorbei. Wupp, wupp, wupp. Da lässt sich sicherlich auch wunderbar bei schlafen. Weg damit, denn Lärm ist nichts, was irgendwo in die Nähe von Häusern gehört. Selbst nicht in die Nähe von Bürogebäuden. Denkt doch mal an die Leute, die den ganzen Tag, so wie ich, vor einem Computer sitzen müssen und Strommasten, virtuelle Strommasten abreißen. Wenn es da den ganzen Tag laut ist, dann drehen die doch einfach durch. Weg damit, auch die großen unterirdischen Straßen hier komplett wegmachen. Nicht zu vergessen, Strommasten. So, diese geniale Konstruktion hier muss natürlich auch weg. Hier haben wir nämlich den Flugplatz. Der hat ein eingebautes U-Bahn-Terminal. Das könnte man dann auch nutzen. Was ist hier los? Stehen die? Ach ja, wie schön. Warteschleife, weil sich der Kollege hier festgebackt hat. Großartig. Ach ja, versuchen wir es nochmal. Das kommt eh weg, von daher können wir das auch gleich machen. Wiedersehen. Ich sehe Strommasten. Weg damit, weg damit, weg damit. Bevor wir mit unserem Strommasten und unterirdischen Massaker fortfahren, noch das Feuerwehrhaus versetzen. Okay. Weiter im Text. Den ganzen Leitungsterror hier. Oh, wie schön. Geht das jetzt die ganze Küste lang? Yep. Schön hinter den... Das ist vielleicht auch aus statischen Gründen hier. Falls die nach hinten wegzufallen drohen, dann hält die Stromleitung sie auf. Ich sehe schon, das ist wirklich gut durchdacht. Passt mir noch nicht ins Konzept. Böse, wie ich bin. Ich gebe zu, so ein klein bisschen fängt es an zu nerven. Warum habe ich das Solarkraftwerk abgerissen? Weil ich es kann. Und weil ich weiß, dass wir das später nicht mehr brauchen.
Ach, ist das nervig. Man kommt nicht ran an manche. U-Bahn-Röhren und unterirdische Straßen, wenn die schön durch unterhalb von dicht besiedeltem Gebiet gebaut wurden. So, unterhalb der Drogenhölle räumen wir auch auf. Ja, was natürlich auch der Fall ist bei solchen Stromleitungskonstruktionen wie hier. Dieser Platz ist nicht mehr verfügbar für Häuser. Man beschränkt sich also bzw. nimmt sich selber den Platz weg, wenn man das Zeug da stehen lässt. Es ist, wie schon mehrfach gesagt, vollkommen unnötig, denn die Häuser leiten den Strom selber ganz gut. Müssen eine Menge Häuser dran glauben. Ich habe überlegt, das Ganze wegzuschneiden. Aber ganz ehrlich, ein kleines bisschen dürft ihr mitleiden. Bitteschön. Ich sehe gar nicht ein, warum ich das alleine erdulden muss. Immerhin könnt ihr mir dabei beim Quatschen zugucken, zuhören. Und ich sehe euer schadenfrohes Grinsen. Ich sehe es ganz deutlich. Könnt mir nichts vormachen. Kraut und Rüben, das trifft's hier ganz gut. Kraut und Rüben und Strommasten. Weg. Mag sein, dass wir das alles schon einmal teilweise gebaut haben oder verändert in den vorigen Folgen. Allerdings möchte ich mich jetzt langsam dem Verkehr dann auf die, ja nicht finale Art, aber so in der Art widmen. Es wird natürlich weiterhin, und das kann ich auch gleich von vornherein sagen, nicht die absolut perfekte Einstellung, so wie ich das jetzt machen würde, weil dazu müsste man sehr, sehr viele Sachen komplett umbauen. Dazu ist das Industriegebiet hier beispielsweise viel zu nah am Handelsgebiet, zu wenig Platz. Aber das ist nicht meine Aufgabe, das zu ändern. Ich möchte den Verkehr zum Laufen kriegen und das werde ich auch schaffen, wie ich weiß. Danke nochmal an Bandicam für die Zweifacherfahrung des Strommastenmassakers. Eine unschätzbare Erfahrung, muss man einfach sagen. Warum wird eigentlich immer diskutiert, dass angeblich Shooter Leute aggressiv machen? Ich kenne da so eine andere Sache. Die ist ganz gut dazu angelegt. Menschen aus der Fassung zu bringen, die sich vielleicht etwas weniger gut im Griff haben. Ich schaue gerade in Richtung Finnland. Liebes Colossal Order. Ein zweiter Layer wäre schön. Für unterirdische Sachen.
wobei man sagen muss, die Schuld an diesen Strommastengeschichten hier liegt ja beim Bürgermeister. Naja, nein. Dieses unterirdische Straßengewirr, dieses babylonische, ist natürlich auch auf die Mist des Bürgermeisters gewachsen. Oh, ich bin zufällig wieder auf Strommasten gestoßen. Ist recht. Hier sind auch noch welche. Da. Fantastisch, wo man die Dinger überall findet. So. Das Dingen. Was hier überall an Krankenhäusern rumsteht. Die haben eine riesige Range, eine riesige Reichweite, die Krankenhäuser. Da braucht man gar nicht so viel hinsetzen. Sorry, das Ding kommt jetzt hier weg. Auch an der Stelle wirklich kein Mensch. Ein Kreuzfahrthafen. Den Kreuzfahrthafen setzt man an eine Stelle, wo es zwar auch Shopping gibt, aber vor allem auch die Wege zu den Sehenswürdigkeiten kurz sind. Das sind sie hier definitiv nicht. Die Strommasten da unten lassen wir stehen. Geht zum Abwasser. Dürfen da nicht vergessen, beim Wasser habe ich, glaube ich, alle abgerissen. So, das kann auch wieder weg. Meine Teststrecke vom letzten Mal. Damit. Weg. Weg. Klar, die Straße. Ach, verdammt mich. Nein, nicht gut. Noch lange nicht gut. Könnte einem ja glatt die Tränen in die Augen treiben. Zum Glück stoßen wir bei der Bereinigung der unterirdischen Geschichte immer wieder auf ausreichend Strommasten, die wir dann gleich oberirdisch terminieren können. Ah, schön, hier schon mal sauber. Wahnsinn. Kilometer um Kilometer Strommasten verlegt worden. Ich vermute, die werden in der Stadt hier auch als Souvenir verkauft. Butzbachs Strommasten. Hast du auch einen davon im Regal stehen? Wie, du warst noch nie in Butzbach und hast die Abermillionen Strommasten gesehen? Musst du sehen. Wirklich, musst du sehen. Nee, musst du nicht. Kannst du auch nicht mehr, denn die kommen jetzt alle weg. Das macht dann natürlich wiederum Sinn, wenn man Strommasten in Hülle und Fülle als Sightseeing-Objekt betrachtet. Dann kann man natürlich auch einen Kreuzfahrthafen einfach irgendwo hinpappen, weil es dann ja überall was zu sehen gibt. Ich sehe, das Konzept der Stadt ist durchaus ein eigenes. Das Konzept loszunennen wäre falsch. Es ist vielleicht nicht ganz beabsichtigt. Das könnte man sagen. Aber man kann es sich schön trinken. Allerdings ist es hier noch früh am Morgen. Insofern darf ich noch nicht trinken. Den ganzen Schienenkram mache ich auch weg. Oh Mann, da drunter aufräumen. Aha.
Was ein Spaß, Leute. Was ein Spaß. Ja. Hilft nichts. Müssen die Häuser dran glauben. Ja, das habe ich gebaut, ich weiß. Aber wenn wir schon anfangen, dann fangen wir richtig an. Und der Zeitpunkt ist gekommen. Strommasten, schon länger keine mehr gesehen. Hier sind sie wieder. Da wir jetzt natürlich keinen ÖPNV mehr haben, ich meine, der war vorher schon nicht gut, aber jetzt haben wir ja gar keinen mehr. Volle Null. Bekommen wir alle Sims auf die Straße, die es gibt. Warum mache ich das so rum? Warum baue ich nicht erst ÖPNV? Ganz einfach. Der ÖPNV kommt bei mir aus dem Grunde zuletzt. Wenn wir jetzt alle Sims auf der Straße haben, ein monströses Verkehrsaufkommen und wir schaffen richtig belastbare Straßen und funktionierenden Verkehr und bauen danach ÖPNV, dann sorgt das zwar dafür, dass die Straßen wieder ziemlich leer sind. Gleichzeitig verträgt die Stadt aber auch wieder viel mehr Bewohner. Und der Stadt ist auch im weiteren Verlauf geholfen. Was ist das denn? Da bekommt die Bezeichnung totes Ende gleich eine ganz andere Bedeutung. Oh, Strommasten. Ich liebe euch nicht. Immerhin hat das Ganze für mich eine heilsame Wirkung. Denn wenn ich später mal in einer anderen Stadt oder in meiner Stadt irgendwas mit Strom zu tun habe, dann werde ich wahrscheinlich so ein Abwehrzucken in der Hand verspüren, wenn ich den Mauszeiger über den Strommasten-Button bewege. Das wird mich daran erinnern. Andere Möglichkeiten zu suchen als Strommasten. Es entwickelt sich zu meinem Unwort des Monats. Strommasten. Boah, Leute. Ich bin das Opfer. Die Bäume und Straßen stecken unter einer Decke mit dem Strommastenbauer. Das ist Mobbing hier. Absolut. Es ist reines Mobbing. Kreuz und quer. Wir eigentlich mal diese U-Bahn-Dinger da wegmachen. Ah, ich hasse das. Ich hasse es wie die Pest. Diese verdammten... Ah, sehr gut. Einen haben wir erwischt. Weg ist er. Was bist du? Vielleicht Zug? U-Bahn bist du auch nicht. Bus bist du auch nicht. Vielleicht mal eben, bevor ich das mache, nochmal die restlichen Buslinien löschen. Aber noch mehr. U-Bahn hat keine. Doch, da. Das sind U-Bahn. Hier können wir sie wegmachen. Das könnte vielleicht helfen, wenn das manuell pro Punkt nicht geht, dann vielleicht komplett. Ja. Schön. Und wieder abreißen. Denn wir sind noch längst nicht fertig. Diese Stadt hält noch viele wunderbare Strommasten bereit.
und Tunnel. Wenn ihr euch fragt, was soll das? Wieso reißt er hier ganze Straßen ab? Nicht nur, weil ich es kann, sondern weil die hier dem neuen Verkehrskonzept im Wege stehen, wie ich ja bereits weiß. Dass ich das jetzt zweimal machen muss, hat natürlich für euch den Nachteil, dass Dinge, die ich erst gebaut habe, um sie dann zu verwerfen oder daraus zu lernen, könnte man auch sagen, wohlwollend sagen, dass ihr die nicht sehen werdet. Aber ich werde, wenn ich daran denke, jeweils eine kurze Erklärung abgeben, anstellen, warum ich etwas jetzt so mache und wie ich darauf komme. Hier, komplett die ganze Seite hier kann nichts gebaut werden, wenn da Strommasten stehen. Das muss einem doch auffallen. Mamma mia. Ich habe das Gefühl, die werden mehr. Hier reiße ich welche ab und hinten irgendwelche Zickzack-Figuren an Strommasten kommen wieder dazu. Diese Stadt ist ein Strommasten-Algorithmus. Hier, schon wieder. Wahnsinn. Totaler Wahnsinn. Ein neues Krankheitsbild etablieren beim Psychologen. Strommasten geschädigt. Strommastenphobiker. Wie heilt man das? Man lässt denjenigen diese Stadt spielen. Andererseits löst das ja auch aus. Also, So, wie sieht's denn aus? Sind wir jetzt langsam mal soweit? Wie viel sind denn noch? Ah, wir nähern uns zumindest dem Ende, was diese Dinger angeht. Das Teil mal wieder wegmachen. Oh, komm. Eine Menge Kollateralschäden hier. Ich sehe überall Strommasten. Da, ja, da sind sogar welche. Schon wieder. Man muss nur lang genug draufstarren, dann entstehen sie von selbst. Hier mittendrin mal eben. Bisschen Strom. Leute, lasst die Finger von Strommasten. Bitte. Die sind nur für größere Distanzen notwendig. Gut. Gut. Sauber. Hier noch irgendwo was? Einen Rest? Da. Reste. Reste essen. Und Strommasten. Natürlich. Es wäre die Welt ohne Strommasten.